Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist Mad Games Tycoon 2. Und ich habe heute vor, mich dem Rollenspielgenre ein bisschen zuzuwenden, in der Hoffnung, dass ich dem Geheimnis des Rollenspiels ein bisschen auf die Schliche komme. Folgendes ist meine Theorie. Gestern habe ich Spielberichte erstellen lassen von zwei Rollenspielen, die ich in der Vergangenheit produziert habe, und die waren eher so semi-erfolgreich. Ihr seht es hier, ich habe eine Wertung bekommen von 75 für The Amazing Webman und 74 für 25. Das war zwar ein tolles Spiel, schaut mal, ich habe hier 2,9 Millionen Gesamtgewinn gemacht und hier immerhin 1,1 Millionen, das ist toll, aber die Bewertungen waren jetzt nicht so hervorragend. Jetzt habe ich Folgendes getan, ich habe das hier analysiert, hab gesehen, okay, das sind die Subgenres, das passt. Hier haben wir die Priorität bei Spiele-Reviews, das sollte man sich natürlich schon mal merken. 40, 30, 15, 15. Dann haben wir Themen, okay, das lassen wir mal dahingestellt mit den Themen, das ist so eine Sache. Aber das hier fand ich interessant. 9, 10, 10, 9, 5. Also, bei den 5 Wertigkeiten, die man dann einstellen konnte, habe ich keinen Treffer gelandet. Ist ein bisschen wie Schiffe versenken, habe ich so das Gefühl. Also, ich konnte keinen einzigen Treffer landen. Das ist The Amazing Webman, 9, 10, 10, 9, 5 und jetzt 25, 8, 9, 9, 8, 6. So, beides hat nicht gepasst. Keiner dieser Werte. So, und jetzt natürlich, was mache ich? Jetzt machen wir ein neues Spiel. Und jetzt machen wir die Werte einfach ein bisschen anders. Ah, Moment, Lizenz. Lizenz. So, ich will eine neue Lizenz kaufen für ein Rollenspiel. Machen wir hier mal Bekanntheit. Ein Rollenspiel. Unbroken Saints. Das klingt irgendwie schon so nach wahnsinnig geilem Rollenspiel. Und ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Es geht eigentlich. Unbroken Saints. Bekanntheit 88. Ja, komm. Kann für zwei Spiele immerhin eingesetzt werden, das ist doch großartig. So, okay, jetzt. Neues Spiel. Spiel entwickeln. Neu. Mit Lizenz. Unbroken Saints. Yes. Spieltyp Standard. Spielgröße. A. Zielgruppe. Oh, das habe ich auch noch nicht so richtig ermitteln können, aber wir probieren es mal mit Teenager. Ne? Probieren wir es mal mit Teenager. Hauptgenre, Rollenspiel. Untergenre, wissen wir ja, das funktioniert, Adventure. Hauptthema, machen wir mal, müssen wir bloß gucken, dass da irgendwie, ja, Schatzsuche ist okay. Unterthema, Dungeons. Warum nicht? So, weiter. Engine. Jetzt habe ich meine eigene Engine entwickelt, nämlich eine Roleplay-Engine. Weil ich das habe kommen sehen, dass das was wird. Deswegen haben wir jetzt hier eine Roleplay-Engine. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Okay, da gibt es noch nichts, was besser wäre als jetzt die da. So, jetzt kann ich für 4 Systeme entwickeln. Also schauen wir uns ganz kurz mal die Marktanteile an. Der PC auf jeden Fall schon ganz weit von. Katari 2600 auch sensationell. Bei 2 ist immer noch up to date. Und jetzt können wir noch für die Rodovin was entwickeln mit 4,2% Marktanteil. Immerhin nicht schlecht. Was habe ich dann? 30, 50, 70, 75% Abdeckung. Ist doch gut. So. Grafik. Wir entwickeln uns immer weiter. Jawohl. Ja, super. Kopierschutz habe ich am Start. Es gibt mittlerweile einen neuen Kopierschutz. Den Salesforce. Den kaufe ich natürlich gleich. 2.0. Super. Anti-Cheat-Software gibt es noch nicht. So, jetzt, das ist genau das, wo ich ein bisschen überlegen sollte. Also hier war es 40, 30, 15, 15.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach ist, dass man sich das so hindreht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich so funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Also, hier habe ich schon probiert 8 und 9. Und beides war nicht passend. Jetzt probieren wir es mal mit 7. Story habe ich probiert 9 und 10, also probieren wir es mit 8. Auch hier 8. Spieltiefe habe ich schon probiert 8 und 9, also machen wir mal 7. Und hier habe ich probiert 6 und 5. Also probieren wir mal mit 4. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass so ein Rollenspiel eher was ist für Core-Gamer, ne? Also alles andere würde mich jetzt echt überraschen. Gameplay, Grafik. Entweder ist es 7 oder es ist 10. Probieren wir mal 10. 10, 8, 8, 7, 4. 10, 8, 8, 7, 4. Schauen wir mal. So, Gameplay-Features. Gameplay-Features. Jetzt war es doch so, Steuerung war doch denen zum Beispiel gar nicht so wichtig. Also könnte man so, also Side-Quests, Character Progression. Ganz klar. Brauche ich. Tastatursupport. Was ist denn noch wichtig? Wiederholbare Quests, Charakteranpassung, zufällige Storyereignisse, Easter Eggs, Save Games. Wie viel habe ich jetzt? 8. Controller Support, Pausefunktion, Cheatcodes, Password Safe, Secrets. Und jetzt habe ich 11 Features. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle aktivieren kann. Ich würde es nämlich tun. Wäre mir egal. Um das bestmögliche Spiel abzuliefern, würde ich das tun. Funktioniert. Kann ich tatsächlich alles reinpacken in das Spiel. Gut, also, das haben wir gemacht. Sprich, wir entwickeln jetzt ein neues Spiel, Unbroken Saints. Was wir jetzt noch machen, ist natürlich Gameplay verbessern. Jupp. Grafik verbessern. Jupp. Sound bestmöglich. Jupp. So, die arbeiten ihm jetzt alle zu. Das ist in Ordnung. Hier machen wir eine kleine Marktforschung. Neue Marktforschung. Damit ich weiß, was als nächstes gut ankommt. Und dann könnte ich nämlich versuchen, die nächste Engine hier zu entwickeln, passend zu passend zum nächsten Trend. Jetzt machen wir hier erstmal ein kostenloses Update zu Skydiver 2. Und packen da ruhig mal alles rein. Max Go. So, dann sind nämlich alle irgendwie beschäftigt, vorläufig. Da oben, die Ausbildung läuft noch großartig. Also, los. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze so läuft. Aber ich ahne natürlich, dass wir schon sehr bald mehr Personal brauchen, mehr Entwickler. Das zeichnet sich ab. Ich meine, ich entwickle gerade natürlich sehr persistent immer wieder ein, zwei Spiele im Jahr. Das ist auch in Ordnung. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht mal so schlecht. Aber auf Dauer vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig. Wie sieht es denn aus mit der Marktforschung? Ah, die läuft noch. Okay, wir haben offensichtlich was erforscht. Gameplay-Features, gibt es wieder neue Sachen. Oh, Tutorial. Das machen wir auf jeden Fall gleich mal. So. So, jetzt ist die Marktforschung gleich abgeschlossen. Oder auch nicht. Skydiver, gut.
ist jetzt vom Markt genommen worden. Ist aber ganz gut gelaufen. Da kann man nicht meckern. Wie man aber sieht, ich komme nicht mehr so gut vorwärts. Ne? Also jetzt, es dauert alles einfach immer länger. Und dementsprechend... muss ich da schon langsam gucken. Nicht, dass ich so einen kompletten Trend hier quasi verpenne. Bloß weil ich das nicht zum richtigen Zeitpunkt rausbringe, das Spiel. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz, wie ist denn die Marktforschung gelaufen. Nächster Trend, Denkspiel und Taxis. Denkspiel und Taxis. Hier können wir wieder was erforschen. Dev-Kits erwerben. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hier gibt es mittlerweile relativ viel Krimskrams. 6,8% Marktanteil ist aber schon ziemlich beeindruckend. Das kaufen wir uns mal. Und den Rest schauen wir mal, wie er sich so entwickelt. Ich kann jetzt hier nicht erkennen. ZY Spectre. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, was jetzt durchschlagen könnte. Die Marktforschung sagt Personal Computer. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir lassen es mal auf uns zukommen. Wir müssen jetzt bloß mal ein bisschen gucken, wegen den Entwicklern. Wie ist denn gerade der Arbeitsmarkt so? Grafikdesign. Grafiker, Programmierer. Techniker, Hardware und Technik. Programmierer, Bürokraft, Techniker, Spieletester. Okay, Wissenschaftler für die Forschung. Mhm. Und nochmal ein Programmierer. Ja, vielleicht wäre es ganz gut, ich würde mir tatsächlich nochmal zumindest mal ein Büro irgendwo hinklatschen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es jetzt wirklich brauche, aber auf der anderen Seite kann man natürlich schon deutlich besser und schneller Dinge entwickeln. Mit mehr Büros. Jetzt machen wir mal hier 4 mal 3. Ich überlege gerade, wie ich das alles platzieren soll. Bin noch nicht ganz sicher. Aber jetzt machen wir mal eine Tür irgendwo hin. Dahin. Okay. Und jetzt packen wir hier mal zwei Entwickler rein. Machen es denen gemütlich. Zum Beispiel mit schönen Schränken. Da freuen die sich drüber. Kriegen noch einen Fernseher von mir. Oder auch nicht. Nee, kriegen sie nicht. Kriegen sie ein Radio. Ah, können sie nicht haben. Da kriegen sie halt sowas. Mülleimer gibt es noch dazu. Eine Heizung gibt's, damit hier keiner frieren muss. Und dann gibt's noch eine Pflanze. So, und damit ihr euch noch so halbwegs wohlfühlt, machen wir ein paar Poster hier rein. Huch. So, Ast rein. Und dann gibt's noch ein bisschen Kunst. Warum auch nicht? Geld habe ich ja immer noch. Wobei es schon ein bisschen abnimmt mittlerweile, ne? Aber gut, das ist ein bequemes, kleines, aber feines Büro. Tipp, top. So. Und jetzt habe ich nämlich hier wieder die Möglichkeit, zwei Entwickler unterzubringen. Arbeitsmarkt. Zum Beispiel. Was ist denn hier Hardware und Technik? Was bedeutet das? Wo kann ich denn den nachher noch unterbringen? Hardware und Technik. Ach, der kommt dann in den Serverraum. Ah, verstehe. Ja, ja. Okay. Das hilft mir jetzt nichts. Was mir hilft, ist Folgendes. Ich brauche
Einen Programmierer wäre ganz gut. Okay, es gibt offensichtlich gerade keine Game Designer, aber es gibt Programmierer, zumindest mal zwei. Was ist mit dem da? Pflanzen gießen, bescheiden, unordentlich. Der hier kostet echt nur einen Bruchteil. Gut, der kann. Die sehen gleich gut. Nur geht der nicht auf Toilette. Okay. Zack. Okay. Und die soll jetzt mal unterstützen. Da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich müsste das jetzt schon was bringen, klar. Geht jetzt halt alles sch immer schneller. Hinweis: Videogame Boom plus 50% verkaufte Spiele. Großartig. Okay. Also, ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt mal in der Form laufen. Mal sehen, ob jetzt das hier. Oh ja, doch, ich glaube, es geht wirklich ein bisschen schneller. Nicht nur gefühlt. Wir schauen dann einfach mal, was wir noch so machen können. Oh ja, hier der Boom schlägt auch voll durch. Games Convention, da machen wir mal zwei Spiele, nämlich Skydiver 2 und was wir gerade entwickeln, Unbroken Saints. Sensationell. So, und in der nächsten Ausgabe schauen wir uns dann an, wie das so funktioniert mit Unbroken Saints, ob das gut läuft oder eben nicht. Ich bin wahnsinnig gespannt. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Tschüss. I'm sorry.